Recht herzlich willkommen zur 136. Folge von Aborion. Ja, wir haben letztes Mal hier, glaube ich, den da leergeräumt, den Asteroiden, und wir haben ja jetzt dieses Bergbausystem drinne, wo wir dann definitiv schauen, dass wir da die Asteroiden leerräumen, die da richtig gut voll sind, ne? Das haben wir dann mitgekriegt, ja. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir weiter? Ich will mal gerade reingucken. Also wir haben ja hier reichlich Naonit, Titan ist da und Eisen haben wir jetzt auch ein bisschen. Brauchen wir auch nicht ganz so viel. Wir sollten vielleicht mal schauen, dass wir unser Schiff hier so groß kriegen, dass wir hier mal ein paar Sachen mehr einbauen können. Dafür müssen wir natürlich gucken, dass wir das hinkriegen, ne? Besatzung bezahlt, okay. Minus 4000, Pillepalle. Und wir müssen jetzt eigentlich nur gucken, dass wir mal hier, machen wir ein bisschen weiter hier in den Raum rein. Und ja, was machen wir? Das ist jetzt die Frage, ne? Wir könnten jetzt natürlich schauen, dass wir dieses Gerät weiter ausbauen, ne? Ja, macht nur Sinn, oder? Wir haben ja jetzt hier schon was zum Bauen da, ne? Und wir können ja jetzt hier auch dann das ganze Werk größer ziehen, würde ich sagen, ne? Also momentan würde ich jetzt sagen, wir bauen mal hier die Spiegelachse ein und gucken zu, dass wir jetzt den Mittelteil mit Fracht machen, oder? Ja, denke ich mal, ne? Jetzt müsste man allerdings mehrere Sachen, kann man mehrere Sachen auswählen zum Kopieren? Ja, geht. So, das wäre jetzt das, was wir haben und dann können wir auch den noch mit reinnehmen. Na, der geht aber jetzt nicht, oder was? Ne, den kann ich jetzt nicht kopieren, oder wie sehe ich das? Das ist schade. Wir haben das jetzt hier erstmal Steuerung C. Und jetzt machen wir Steuerung V. Und jetzt haben wir dieses Teil schon mal so weit, dass wir das da dran basteln können. Jetzt kriegen wir hier schon mal was Größeres hin. Ja. Leider hat das jetzt mit dem Ding da nicht funktioniert, dass wir das noch mehr hinkriegen. Ich würde jetzt dieses Schiff gerne vergrößern. Halte Alt und bewege die Maus über den Teil, den du anbauen möchtest, um den Wurzelblock zum Anbauen zu wählen. Halte Alt und bewege die Maus über den Teil, den du anbauen möchtest, um den Wurzelblock zum Anbauen zu wählen. Ich weiß nicht, was er mir damit sagen möchte. Wir können ja jetzt mal Alt drücken. Nee, das ist jetzt... Das versteht jetzt keiner, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch einen Teil mehr dazu kriegen. Müssen wir mal anders machen. Wir kopieren jetzt mal nur diesen kleinen Klotz gerade. Steuerung C. Steuerung V. So, und jetzt müssen wir das mal schauen, dass wir das hier mehrfach hinkriegen. So. 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 Und hier würde ich ja auch noch gerne was hinbauen. So, ne? Das ist ungefähr die Mitte, ja. So, und jetzt möchte ich gerne diesen Klotz und den Klotz haben. Ja, das müsste so funktionieren, ne? Aber den nicht. Jetzt machen wir wieder eine Steuerung C und dann Steuerung V und dann müssten wir das wieder an uns haben. Genau so ist es. Das war das, was ich haben wollte. So, und jetzt können wir hier das da dran bauen, ne? Und da auch. Ja, jetzt haben wir hier natürlich dann in der Mitte keinen. Das bedeutet, wir müssen das nochmal umändern. Wir
müssen nochmal hier aussuchen. Den. Also, wir müssen die Steuerungstaste natürlich gedrückt halten. Die drei Teile brauchen wir. Steuerung C, Steuerung V. So, jetzt haben wir das wieder. Sollte soweit klappen. Passt. Wieso hat dann den da nicht gemacht? Das ist aber doof. Das heißt, den mal einmal kopieren, ne? Und dann da hinsetzen. Und dann Steuerung V. Marker dann. Jetzt haben wir den natürlich ohne den. Steuerung C, Steuerung V. Passt. So, jetzt haben wir das. Wie weit kriegen wir das denn hier so kopiert? Und den da drinnen auch noch und dann Steuerung C, Steuerung V. Funktioniert, ne? Aber auch nur die Hälfte, weil da mal kann ich den da dran schließen. Die Spiegelachse ist jetzt gerade das Problem gewesen wahrscheinlich. Kann man das rotaten? Ja. Aber so nicht. Sondern so. Aber den Marker da nicht andocken, wie wir gerade sehen, weil da der da schon ist. Wenn wir den entfernen, können wir es dann andocken, ne? So. Und jetzt können wir das so machen. So. Steuerung C, Steuerung V. Steuerung C, Steuerung V. Warum wird das jetzt nicht kopiert? Steuerung C. Steuerung V. Nee, mag er nicht. Ja, weiß ich dann auch nicht, warum man das jetzt nicht macht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Dingens groß gemacht. Und müssen jetzt den dann nochmal entfernen, weil der sieht ja nicht schick aus. Ist aber auch kein Problem. Und ach guck mal, hier sind gar keine Verbindungsstücke drin. Naja, ist jetzt vielleicht auch nicht so wichtig, ne? So, wir haben auf jeden Fall Lager gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das noch hinkriegen, dass wir da mehr hin haben. Hoffentlich klappt das alles so, wie wir uns das vorstellen. Wir müssen jetzt hier vorne natürlich was war das jetzt für ein Material, was wir da gerade verbaut haben? Ne? Nanonit-Frachtraum, okay. Dann sind wir mit dem Nanonit, wo sind wir denn da? Titan. Da ist Nanonit. Ein weiter für die Generatoren. Jetzt müssen wir nur die Generatoren natürlich mal in eine andere Form bringen. Das ist jetzt Frachtraum, den wandeln wir jetzt aber um in Generatoren. Ja, jetzt können wir das wieder so machen, dass wir jetzt sagen, wir machen hier die Generatoren dran. Steuerung. Ach, guck mal an, da. Was ist das denn hier jetzt für ein
Teil. Das ist jetzt ein Generator, okay. Wenn ich den da auswähle, ne, dann sehe ich aber nicht, was das ist, ne? Ach, jetzt haben wir kein Dingens mehr. Alles klar. Dann entfernen den mal und setz den mal dahin. Okay. Wie wir sehen, ist das jetzt gerade unser Antrieb gewesen. Triebwerkstechnisch sind wir wohl noch ganz gut unterwegs. Batterietechnisch funktioniert das dann nicht ganz. Okay. Ich sehe jetzt aber gerade, dass wir hier irgendwie diese Struktur nicht ganz richtig ist. Dieses hier ist verkehrt, ne? Der auch. Das sind gar nicht diese Gitter. Ja, das ist, gefällt mir jetzt auch gar nicht, ne? Das ist ja voll doof. Ich glaube, wir können das jetzt mal hier gerade rückgängig machen. Geht das mit STRG Z? Das gefällt mir alles gar nicht. Ich möchte das dann doch ordentlich machen. So, weiter geht wohl nicht zurück. Aber das ist auch noch okay, ne? Genau so ist es. So, und wenn wir jetzt hier kopieren klicken, ne? Also den da, den. Und dazwischen fehlt ja sogar einer noch. Das heißt, der, nee, weißt du, der Frachtraum muss auch jetzt nicht unbedingt okay. Würde mehr als die ausgewählten Blöcke entfernen. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Den möchte ich nicht mehr. Nein, den möchte ich nicht. Ich möchte das entfernen. Sicherer Modus. Würde mehr als die ausgewählten Blöcke entfernen. Ach, weil hier vorne noch was dran ist. Alles klar. So, jetzt sind wir das los. Jetzt gehen wir hier erstmal in Titan rein und machen Titan-Dingens, sag schon. Frachtraum. So. Größe passt. Wir können das auch anders machen, ne? Wir können das auch so machen, dass wir vielleicht den mal ein bisschen verbreitern zum Beispiel. Obwohl, ich find's cooler, wenn da so Elemente sind, ne? Will ja auch was Auge, will ja auch mitspielen, ne? Der ist zu tief. Weg also. Ich glaube, so könnte es richtig sein. Was ist das schon wieder? Das ist doch schon wieder nicht dieser Frachtraum. Der ist richtig. Und der ist dann wohl auch richtig, ne? Ja. So. Jetzt brauchen wir diese Gitterstruktur, aber auf ein kleines Maß. Nicht ganz so klein. So. Jetzt basteln wir den an diese Seite. Da dran. Und ich glaube, da ist auch die Mitte, ne? So, und jetzt kopieren wir das. Das, das und das. STRG C, STRG V. So, jetzt bauen wir das dahin und das ist das gleiche. Gut, das passt.
Okay, aber wir haben jetzt. Okay, das ist. Der war verkehrt, den können wir wieder zurücknehmen. Warte mal, Steuerung R. Ne, Z war's. So, das passte ja nicht ganz. Den müssen wir nochmal anpacken. So. Jetzt sieht es doch besser aus, oder? Gut. Jetzt fehlt uns da natürlich so ein Teil da, um zum Dranbauen. Okay. Steuerung C, Steuerung V. Der sollte da passen. Und jetzt müssen wir das aber so machen, dass wir ja, den hier nochmal kopieren. Mit all seinen Bestandteilen. Aber hier können wir noch einen her machen. Und den können wir dann noch da mitnehmen. So. Und dann Steuerung C, Steuerung V. Und jetzt können wir den da reinbauen, ne? Ja, passt. Einen noch, dann haben wir's. Also, da geht es nicht, weil wir den da abwählen müssen. Und dann müsste das Steuerung C, Steuerung V wieder klappen, ne? Gut. So, jetzt haben wir den da dran zu klatschen. Okay, das hat geklappt. Das kriegen wir auch so hin. Der passt nicht. Den Marker jetzt nicht setzen. Warum nicht? Weil wir keinen Titan mehr haben. Alles klar, das ist unser Problem. Dann bedeutet das, dass wir mit Steuerung Z ganz viel zurücknehmen und das erstmal so lassen. Und wir dann im Endeffekt vorne triebwerkstechnisch jetzt was machen. Da würde ich jetzt sagen, wählen wir den aus, machen Steuerung C, triebwerkstechnisch, energietechnisch, nicht triebswerktechnisch. Ich meine jetzt Generatoren dahin bauen. Steuerung V, den Generator bauen wir größer. Warte, da müssen wir jetzt noch mal gucken, dass wir das noch hinkriegen, dass wir. Was machen wir? Wie machen wir es? Das ist eine gute Frage. Wir nehmen die Generatoren. Das ist schon mal Fakt. Und wenn wir die Generatoren haben, dann kopieren wir das und kopieren das, das und das, weil wir wollen das ja so anbauen. Steuerung V. Aber wenn ich das jetzt mache, dann habe ich wieder den Frachtraum. Das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, ne? Das heißt, ich muss einmal das so bauen. Und den Generator in der Größe da einfach dran hängen. Anders geht's gerade nicht. So, dann kann ich jetzt den machen. Steuerung C und V. Und müsste den jetzt da dran hängen. Und bastel den jetzt nochmal. Steuerung C, Steuerung V daneben. Da habe jetzt die zwei Generatoren auf jeden Fall da dran. Energie ist immer noch gut, oder? Ja, nötige Mechaniker können jetzt hier Steuerung C, Steuerung V machen, um das da anzuschließen.
und basteln jetzt. Steuerung C, Steuerung V, aber Batterien da dran. Ne? Ist das so richtig? Nein, das war falsch. Weg. So ist es richtig, ja. Und auf der Seite möchte ich das auch so haben. So, dann haben wir da Power. Und jetzt müssen wir noch diverse andere Dinge erledigen. Was sagt er denn jetzt hier? Deine Links-Rechts-Drehgeschwindigkeit ist zu schlecht. Ja, das ist klar. Da müssen wir dann noch dran arbeiten. Gibt es die hier überhaupt? Gyrophalanx? Ja. Das wäre jetzt zu überlegen, wie wir den dann da dran bauen. Ich glaube, dann machen wir das mal so, dass wir jetzt ein Gerüst erst basteln. Kopieren das da hinten. Steuerung C, Steuerung V. Setzen das hier dran. Und da dran und machen jetzt einen großen Balken, der dann da quer ist, oder? Wie kriegen wir den denn jetzt denn da so hin? So, so. Ist die Frage. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Das müsste dann ja so ungefähr sein, ne? Aber irgendwie gefällt mir das nicht, weil das nicht mittig ist. Jo, ich glaube, das müssen wir dann mal in der nächsten Folge checken, ob das hinkommt. Und das müssen wir dann mal schauen, dass wir das aus der Mitte rausmachen. Aber das machen wir nicht diese Folge, das machen wir dann in der nächsten Folge. Alles klar, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch und Kommentare wären super. Auch wenn da was falsch läuft, gerne da rein. Und die Glocke ist natürlich anzumachen, damit ihr ein hochgeladenes Video da eine Info drüber kriegt. Alles klar, bis zur nächsten Folge. Danke, tschüss.